Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, Jesus Hominorum Salvator ist angeblich die Übersetzung der drei Buchstaben IHS. Was mich fasziniert, ist, wenn ich diesen Schriftzug, der aus kleinen gotischen Buchstaben geformt ist, zusammenschiebe, dann erhalte ich das Symbol von Saturn. Und wenn ich das Wort Salvator ein bisschen unter die Lupe nehme und das ALV weglasse, dann komme ich auf Sator. Sator. Auf Ungarisch Sator. Sator heißt das Zelt. Daher kommt der Chador, dieser Schleier, der auch etwas verhüllt. Das phönizische Wort für Saturn lautet S-T-U-R, Stur. Stur hat die kabbalistische Quersumme 666 und da kommen wir der Sache schon etwas näher. Wir kennen das Wort stur als unnachgiebig, hart. Und Gott wurde uns immer wieder als der alte, weiß gekleidete Mann mit dem Ring über dem Kopf dargestellt. Also, obwohl es ja verboten ist, sich von Gott ein Bildnis zu machen, gibt es sehr wohl zahlreiche Darstellungen von Saturn. Und Saturn ist Satan. Und wir verehren ihn so gut wie allen Religionen. Satan als Gott. Dieser Saturn lebt, unter Anführungszeichen, meines Erachtens, in dieser Jesus-Christus-Verehrung, wo wir den Toten, den Verstorbenen anbeten. Und genau das ist ja Saturn. Saturn dürfte sehr wahrscheinlich ein brauner Zwerg sein, das heißt ein erloschener Stern. Und in den Reptokreisen, die uns nach wie vor beherrschen, herrscht noch immer große Traurigkeit, nach wie vor. Obwohl das schon Millionen Jahre her sein dürfte, dass Saturn keine Sonne mehr ist. Und deswegen feiern wir ununterbrochen diese Totenfeste. Alle Religionen sind Totenkulte. Und wessen Tod wird da zelebriert? Jener Saturns. Und wenn ihr euch die Symbolik anschaut von zahllosen Firmen, von mystischen geheimen Symbolen, dann werdet ihr immer und immer und immer wieder den Saturn finden. Das klassische Symbol von Saturn ist das allsehende Auge. Okay, ich sehe schon über 3 Minuten, das schreit nach einem zweiten Video. Ende.